Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid. Heute zur zweiten Funke-Konferenz mit Hanno, Andreas und Denu. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und wir wollen heute ja in unserem zweiten Teil noch ein paar Fragen klären, die in den Chats so aufgefallen sind. Und zwar die Frage, die ich da habe, ist in Bezug Autos. Wie baut man da das Funkgerät ein? Wie funktioniert das dort mit der Antenne? Und wer kann mir dazu erzählen, wie das funktioniert? Ja, wenn ihr wollt, dann fange ich damit an. Also ich habe das gehabt mit einem Freund, der kam hier vorbei und meinte, ja, wie läuft das? Ich meine, gar kein Problem. Ich habe irgendwie 3 Minuten gebraucht, um sein Auto zu verfunken. Also das ging damit, dass ich irgendwie einfach eine kleine Mobilantenne genommen habe, die ja, keine Ahnung, so eine, wie heißen die nochmal, SV-1100 oder sowas. Ich habe sowas Ähnliches, irgendwie so eine kleine mobile halt genommen. Und es war sogar so eine ganz billige, das ist so eine hier gewesen. Das ist das jetzt das Schlimmste, das man irgendwie haben kann. Also es ist nicht, dass ich sowas empfehlen würde, aber so ein Ding hier, also das Kabel ist natürlich jetzt da rumgewickelt, aber die wird dann einfach draufgepackt auf das Autodach. Das Kabel wird irgendwie durch die Tür oder durch den Fensterschlitz gezogen. An das Funkgerät angeschlossen, Funkgerät in die Handschuhablage, Stecker mit in den Zigarettenanzünder, 12 Volt, einschalten, losfunken. Das war's. Also super leicht irgendwie, also schneller geht's nicht. Also man braucht irgendwie 2 Minuten maximal, um ein Auto funkfertig zu machen. Das Einzige, was man vorher kauft, ist eben so eine kleine Antenne. Aber wie gesagt, ich würde so eine nicht kaufen, dann würde ich eher sowas kaufen. Es wurden vorgestellt, aber zum Beispiel, das hier ist irgendwie, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, das ist so ein bisschen größer, das Ding, also hier unten ein Magnetfuß dran, dann irgendwie hier irgendwie so ein Draht, ne? Wie man so sieht, da ist nichts viel dran, die kosten, was weiß ich, zwischen 20 und 50 Euro kriegt man eigentlich schon vernünftige Mobilantennen, werden angeschlossen, einfaches Funkgerät. Entweder nimmt man sich so ein Anfängergerät hier irgendwie, keine Ahnung, so eine Albrecht oder sowas. Hier ist noch eine Albrecht irgendwie, ach, die kann ich ja nicht rausziehen, egal. Eine Albrecht 6110 ist so ganz billig für, weiß ich, 60 Euro oder so. Muss man denn, wenn man so billig anfängt, dann kauft man meistens zweimal, aber die ist nicht schlecht, funktioniert, hat seine 80 Kanäle, drehst du rein, da kannst du nichts falsch machen. Also du kannst mehr kaufen, kriegst du mehr fürs Geld, aber irgendwie, du musst nicht viel Geld ausgeben. Und ich glaube, die Markus hatte die billigsten da drin für 30 Euro oder so. Also das ist nicht teuer. So, das war's. Und du bist sofort auf Sendung. Und ich habe heute mit Leuten geredet, die waren 15 Kilometer entfernt und haben ganz problemlos mit mir gesprochen. So, also. Ja, danke schön. Eine Frage habe ich dann noch, die kam ja auch in den Chat auf. Warum ist es so wichtig, dass man 80 Kanäle erreicht und nicht nur 40, so wie das häufig verkauft wird? Ja, also die ersten 40 Kanäle, also waren ja, die sind ja gewachsen. Am Anfang war es, glaube ich, nur irgendwie, war ich ja nicht dabei, aber ich glaube, es waren am Anfang nur 7, dann waren es irgendwie 25 und dann wurden es 40. Und dann haben sie irgendwie nochmal 40 dazu genommen, weil das so wahnsinnig viele Funker waren in Deutschland. Und jetzt sind es irgendwie deutlich weniger. Das heißt, wir haben fast mehr Kanäle als Funker normalerweise. Also in einer Region hier, jetzt zum Beispiel in Hamburg, das relativ dicht besiedelt ist, haben wir 500 CB-Funker etwa, 80 Kanäle, also mehr als ausreichend. Und wofür braucht man diese oberen 40? Also man kommt ohne die aus. Wenn aber irgendjemand da oben funkt und sein Hauskanal da oben hat, dann kommt man da nicht hin. Und das ist dann natürlich dann ärgerlich. Das heißt, wenn du wissen willst, ist überhaupt irgendjemand da und du findest niemanden und drehst durch die Kanäle und du hörst bei 40 auf, ja, dann hast du vielleicht welche verpasst. Und deswegen braucht man eigentlich mehr. Also die Sache ist, die unteren 40 sind freigegeben für FM, AM und SSB und die oberen 40 sind reine FM. Kanäle und da darf auch nichts anderes gefunkt werden als FM. Das beschränkt natürlich auch die Möglichkeiten da oben, aber andererseits setzt das eigentlich auch einen Standard. Ja, und viele Geräte, die aus dem Ausland kommen, die haben diese oberen 40 gar nicht. Deswegen ist das nicht so,
es ist nicht so voll, es ist nicht so bevölkert. Also wenn man mal ausweichen will und irgendwo hingehen will, wo einen keiner hört oder wo einfach keiner guckt, dann geht man auf die oberen 40 und verschwindet einfach. Das ist auch nicht schlecht. Ach so, das ist der Grund. Und was hat das jetzt mit dem Radio zu tun? Da gibt es ja auch die Funktion FM. Kann man das zusammenkoppeln? Kann man das miteinander kombinieren? Nein, das sind zwei verschiedene Arten von FM. Also FM steht für Frequenzmodulation. Genau genommen ist es Phasenmodulation, aber die Leute nennen das Frequenzmodulation. Und das heißt, du hast zwei Möglichkeiten, eine Stimme, du hast viele Möglichkeiten, eine Stimme zu kodieren, wie über eine Funkwelle. Die ursprüngliche war AM, das kennt man irgendwie noch aus der Mittelwelle und die Kurzwellenradios und so, die hatten AM. Und das ist genau das, was wir hier auch funken. Genau das, was AM ist auf den Kurzwellenradios und im Flugfunk, genau das funken wir hier auch auf CB. Und das bedeutet, dass wenn die Stimme lauter wird, wird das Signal lauter, wird die Frequenz ist sozusagen irgendwie, wie heißt das? Das ist ja sozusagen irgendwie eine Grundfrequenz, und wenn die Stimme lauter wird, wird sie heftiger und dann weniger, und das wechselt eben praktisch mit der Lautstärke der Stimme. Also Amplitudenmodulation nennt sich das. So, ganz einfache Art, eine Stimme zu übertragen. Das war die erste Stimmeübertragung und die hat einige Vorteile. Da komme ich gleich zu, was die Vor- und Nachteile davon sind. Die zweite ist FM, das heißt, das ist weniger anfällig gegen Störungen, gegen Rauschen, Knistern und so weiter. Es ist sauberer. Und dort wird die Stimme moduliert durch eine Frequenzverschiebung. Das heißt, du fängst an, ein bisschen höher, ein bisschen niedriger zu werden mit der Frequenz. Und dadurch wird im Prinzip die Auslenkung der Amplitude vom Lautsprecher gesteuert. Und das ist dann also frequenzmoduliert. Das heißt, das geht irgendwie, es wird höher und niedriger der Ton und nicht lauter oder leise. Das heißt, der bleibt immer gleich laut. So, der Vorteil ist, wenn du FM hast, hast du ganz wenig Störung drin. Also sehr viel weniger Rauschen, ein ganz klares Signal, ein klares, deutliches, lautes Signal. Die Reichweite ist aber die kürzeste. Also wenn man reine Reichweite betrachten will, weil die sozusagen die Energie ist gleichmäßig verteilt auf das gesamte Band. Und damit reicht das, muss das ganze Band muss ankommen, und wenn das nicht tut, dann fällt das irgendwann weg, das Signal. Also nicht kurze Reichweite, aber mittlere Reichweite hat das, würde ich sagen. So, aber nicht schlecht, also es reicht eigentlich für CB völlig aus. Wenn du AM machst, dann hast du eben dieses ganze atmosphärische Rauschen drin. Wenn ein Auto vorbeifährt, ein Anlasser irgendwie geht an, jemand schaltet den Lichtschalter um, es ist ein Gewitter in der Nähe, es braucht nur 100 Kilometer entfernt zu sein, du hörst das verdammte Gewitter in AM, du hörst das statische Rauschen, du hörst das den Krach in der Stadt. Aber wenn zwei Leute zum Beispiel gleichzeitig sprechen, kannst du beide gleichzeitig hören, den einen leiser, den anderen lauter. Bei FM gibt es einfach diesen, entweder setzt sich einer durch, oder es gibt einen Crash, dann kannst du nichts mehr verstehen, dann gibt es nur noch ein Quietschen und ein Kreischen, oder ja, also entweder einer setzt sich durch oder es gibt ein Quietschen und Kreischen, und deswegen wird das zum Beispiel beim Flugfunk AM genommen, falls da irgendwie Leute irgendwie mit zweites Flugzeug dazukommt, dass man das noch mitkriegt, dass da noch ein zweites ist. Und es reicht etwas weiter. Es ist zwar rauschiger, aber es reicht etwas weiter durch seine durch die Art und Weise, wie das Signal eigentlich auch gesendet wird. Und dann gibt es noch SSB, das ist eine spezielle Form von AM. Da wird schlicht und einfach von dieser AM-Glocke, die du hast, wird irgendwie der Träger, also der Mittelton, wird weggeschnitten. Und nur die eine Hälfte wird übertragen und die andere Hälfte wird auch weggeschnitten. Also von wegen, es wird in weniger Frequenzbereich dieses AM-Signal übertragen. Das heißt, es im Prinzip geht auch diese, da die Energie dieselbe bleibt, ist es so, dass du eigentlich dieselbe Energie auf die Hälfte der Bandbreite bringst. Also du bringst das Signal irgendwie ungefähr 50% weiter, so am Durchschnitt. So, und das kann man irgendwie so sagen. Deswegen wird irgendwie SSB genommen, und im Amateurfunk kann man dann die
die Frequenzen, also die Kanäle dichter zusammenschieben. Also die brauchen nur halb so viel Bandbreite. Also nicht mehr 10 Kilohertz jetzt wie bei uns bei CB, sondern nur noch 5. Und das heißt, du kannst, könntest doppelt so viel Signale unterbringen auf dem Band. Das ist alles gar nicht nötig. Ich persönlich finde eigentlich dieses FM wegen der hohen Qualität für CB am sinnvollsten, weil das alles keine Profifunker sind. Ne? Und es ist einfach leichter zu verstehen. Es sei denn, dass da noch eine andere Meinung zu existiert. Ich weiß, dass es da irgendwie gespaltene Meinungen gibt. Also hochinteressant. Ich finde es sehr klasse. Also was mich auch interessieren würde, wäre, wenn ich jetzt einen Autofunk habe, wie weit ist denn die Reichweite? Hängt stark von ab, von der Antenne, die du hast. Aber ich war jetzt mit dem Auto unterwegs mit dieser miesen Antenne, die ich gezeigt habe, mit der CRT 2000H, die ich ja auch habe. Also auch unmodifiziert, einfach normal CB 4 Watt. Und ich bin in Seebetal gewesen und habe mit dem Funker hier in Farmsen gesprochen. Das sind 25 Kilometer Sichtlinie. Dazu muss man sagen, der hat eine hervorragende Anlage, also eine Station. Also von der Station zur Mobile, zum Mobilen ist bei ungefähr 20 bis 25 Kilometer Schluss. Normalerweise rechnet man aber nur so 10 bis 15. So, das war der guten Station zu wegen. Und wenn du jetzt von Mobil zu Mobil funkst, dann hast du keine perfekte Station. Du bist dichter am Boden, die Ausbreitung ist schlechter. 15 Kilometer von Auto zu Auto, so würde man sagen. Also 25 Kilometer schafft man eigentlich nur mit einer Station dann. Aber irgendwie von Auto zu Auto 10 bis 15 Kilometer ist realistisch. Ja gut, hat ja auch Vorteile, wenn nicht so viele Menschen das empfangen, was man sagen möchte. Das hat auch nicht nur Nachteile. Naja gut, mithören kann immer jeder. Also ich habe jetzt auch ganz gute Entfernungen hinbekommen. Einmal mit dem SSB von Auto zu Auto. Das waren gute 25 Kilometer. Ohne irgendwelche Besonderheiten dazwischen. Und mit dem Roman haben wir den einen Sonntag eine Entfernung hinbekommen. Er stand auf knapp 300 Meter und ja, am Endeffekt waren wir dann so bei knappen 40 Kilometern. Also das war schon ganz angenehm. Normal auf FM mit 4 Watt. Also das war schon ganz klasse. Es kommt halt auch auf die Höhe an und so weiter. Und wie Hanno schon sagte, welche Antenne du hast und so weiter und so weiter. Genau, die Position, also Location. Ja. Genau, Antenne, Länge und ja, Höhe bringt auch Reichweite. Ne? Also ich habe jetzt vorgestern auf dem Köterberg gestanden, das ist so eine Erhebung, 500 Meter knapp im Weserbergland mit meinem Auto und habe dann eine Verbindung bekommen über 60 Kilometer. Also das war dann schon ganz ordentlich, um das mal so klar zu machen. In der Stadt, wenn du Glück hast, 5 Kilometer, 6 Kilometer, vielleicht auch mal 10, aber naja, so sieht es halt aus. Dann warst du fast in der Schweiz bei Deno, hm? Ja, so weit komme ich dann doch wohl doch nicht, nee. Aber das mit dem Auto, das ist doch klasse. Ja, natürlich. Ja gut, ich habe auch eine gute Antenne drauf, eine 5/8, die 1,45 lang ist. Das bringt schon was auf dem Auto dann, ne? Ja, also ich habe heute mit Funkern hier gesprochen, die sind irgendwie vorhin vorbeigekommen und haben Hallo gesagt und mich überhaupt nochmal irgendwie das erste Mal persönlich begrüßt. Und die waren auch mit dem Wagen unterwegs, ja, und die habe ich auch aus der anderen Seite der Stadt, habe ich die gehört. Und dann waren sie irgendwo, wo waren sie denn? Der andere war bei Prag auch mobil unterwegs. Und das ist jetzt nochmal, das ist auch so fast 20 Kilometer, ne? Also das geht. Also ich habe hier eine gute Station auch wieder und von der zu einer Station kommt man eigentlich immer. Von Auto zu Auto kommt es stark auf die Position an. Und in der Schweiz hast du natürlich dadurch, dass du diese Berge hast, wenn du entweder ist ein Berg, kann ein Fluch oder ein Segen sein. Ne? Das kommt darauf an, wie du ihn benutzt. Ne? Ist immer gut, wenn man einen Berg hat, der nützlich ist. Dann kannst du auf der richtigen Seite des Berges funkst du irgendwie wie ein Gott. Und wenn der Berg dir im Weg steht, dann kommst du überhaupt nicht weiter. Dann ist er irgendwie äußerst unnütz. Ne? Aber davon weiß sicherlich da nur mehr zu erzählen von Bergen und CB-Funk. Eigentlich stimmt das, was er gesagt hat. Ja, bin ich auf dem Berg, komme ich weit. Bin ich vor dem Berg und Kumpel hinter dem Berg, dann geht's nicht. Geht er weiter weg, geht's plötzlich. Also, ja,
eben Antennehöhe, ja, kann da nicht viel dazu beitragen. Ist so. Außer in der Schweiz, wir haben nur die 40 Kanäle. Deutschland hat die 80 Kanäle. Also wir bei uns sind in die 40 Kanäle, die ersten 40 Kanäle beschränkt. Ja, sind die meisten Länder in Europa. Ich glaube, Deutschland ist das einzige Land, das diese 80 Kanäle hat. Das heißt, es ist eben auch eine Möglichkeit zu fliehen als Deutscher. Also wenn du jetzt zum Beispiel DX hast, also diese Überreichweiten, und alle Europäer sind auf den unteren 40 Kanälen und du hörst ständig Franzosen und Leute aus Bosnien und keine Ahnung, Tschechien und Italien, Breco, Breco und was weiß ich, was sie da alle reinrufen. Und die Engländer sind schon wieder dabei und irgendwie alle funken wie wild. Und dann hörst du auch noch einen Dänen auch noch mit rein und Niederländer. Das ist, die kommen alle auf einmal so ungefähr. Gerade jetzt so in der Sommerzeit oder in der Spätsommerzeit. Ja, dann drehst du einfach auf Kanal irgendwie, keine Ahnung, 50 und Schluss ist. Keine Überreichweite, weil da sind einfach die anderen Länder nicht drauf. Und das ist für einen Deutschen natürlich irgendwie höchst praktisch. Ne? Dann hast du höchstens mal ein Problem mit einem Süddeutschen. Also irgendwie, da kommt Bayern rein oder so. Aber die sind ja herzensgut, ne? Ja, die Bayern dürfen auch funken, aber nur ein bisschen. Ja, nee, die freuen sich immer, wenn sie irgendwie hier in den Norden kommen. Dann sind sie immer ganz überrascht. Und, oh, um Gottes Willen, ich sitze hier im Auto und ich bin hier irgendwie in der Nähe von München oder irgendwie, wo war das noch irgendwie? Da war völlig überrascht. Bei Salzburg bin ich wieder. Das war natürlich dann in Österreich, aber ich bin bei Salzburg. Und was? Wen habe ich da drin? Hamburg, das habe ich ja noch nie gehabt. Und der war dann ganz begeistert. Und aber das ist diese typische Überreichweite von 11 Meter. Das ist eben toll. Das ist eben richtiger Funk. Also CB-Funk ist keine Spielerei. Das ist nicht so wie diese PMR-Dinger, das ist richtiger Punkt. Du kannst eben irgendwie zwar nicht durchgehend, aber es gibt immer wieder Zeiten, wo du dann wirklich überregional funken kannst. Also international eigentlich auch. Ne? So, nicht toll, aber wenn es dann mal irgendwie sein muss, würde man dann entsprechend auf solche Tage warten und dann eben die Funkverbindung aufbauen. Also stell dir vor, irgendwie nichts geht mehr, europaweiter Stromausfall, du willst wissen, wie es den Leuten in England geht oder du hast da irgendwie einen Freund oder sowas und dann wartest du auf die Sonne scheint ja trotzdem und dann sagst du einfach, ja okay, jetzt funke ich da mal hin und jetzt gucke ich mal, ob ich einen Engländer reinkriege oder sowas. Ne? Hast du schon mal mit England gesprochen? Ja, auf CP, auf 11 Meter, ziemlich häufig sogar. Also da, ich habe hier irgendwie auch Zettel rumliegen, wie die alle heißen. Gott, hast du mir aufgeschrieben. Der eine war irgendwie aus in der Nähe von London, mit dem habe ich mich ganz besonders lange unterhalten. Das war, er meinte dann auch, die Leute sind dann irgendwie nach einer Weile genervt durch dieses DX, weil sie eigentlich im Lokal irgendwie sich unterhalten wollen und haben plötzlich ständig lauter Deutsche drin. Ich bin ja nicht der Einzige, der da ankommt. Und dann sagen sie, ja, ich habe das dann ausgedruckt, wie die Leute hier waren. Die waren stinksauer, meine Gruppen hier. So, oh, Scheiben, ja. So, ist das so, ey, wir können ja gar nicht mehr funken. Ich höre ja dann meinen Nachbarn schon nicht mehr wegen der Italiener und dieses und jenes, weil die drehen dann irgendwie auf und da sind da mit 100 Watt drin, die kennen da gar nichts. Ne? Und dann, wenn da jemand mit 100 Watt über die Ionosphäre reinknallt hier, da wirst du mit 4 Watt nichts mehr mit deinem Nachbarn, den kriegst du nicht mehr rein. So. Naja, jedenfalls waren die am Schimpfen und dann habe ich dann mit dem Engländer gesprochen da und dann meinte er dann, ja, wie ist das denn bei euch? Und ich sagte, ja, ihr habt ein schönes Wort dafür, ihr Engländer. Ihr sagt, sie sind mildly annoyed, meine Leute hier. Und dann hat er erstmal lachen müssen, ja, so mildly meint er, sind die Leute hier nicht annoyed, die sind da auch genauso stinksauer. Aber das ist, meinte ich, das ist nochmal so, das ist 11 Meter, du kannst dich da nicht drauf verlassen. Das ist der Fluch und der Segen des 11-Meter-Bands. Du hast eben ab und zu solche Momente und dann kannst du eben sagen, okay, dann habe ich jetzt mal von diesen Tagen, entweder nutze ich das und ich nehme jetzt mal irgendwie, nehme mal meinen Mut zusammen und rede mal mit Leuten aus anderen Ländern einfach über Funk oder ich schalte eben ab und warte auf abends und dann mache ich abends weiter, abends ist es ja vorbei. Ne? Abends ist dann keine Überreichweite, das ist nur durch die Sonne. Ne? Ja, aber das ist ja auch die Gelegenheit, um super Freundschaften entstehen zu lassen. Also. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe die Namen alle notiert von den Engländern. Ich habe natürlich jetzt den,
den entsprechenden Zettel, den habe ich jetzt irgendwie beiseite gelegt, den habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet. John war das aus Kent und Mark, wie hieß er, 18MBA8, der kam irgendwie auch aus London, glaube ich, und so weiter und so fort. Rumänien habe ich drin gehabt, ich habe einen Giuseppe aus Bergamo gehabt, alles über 11 Meter, also nicht Amateurfunk, sondern wirklich 11 Meter und ganz normal 4 Watt. Nichts Besonderes, einfach nur so rausfunken. Tolles und toll verständlich, also FM, ganz normal. Ja, und ich habe ja gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bist und du hast schlechte Verbindung, schaltest du eben auf AM um und probierst es mal auf einem anderen Modus, ob du da weiterkommst. Reicht. Also ich weiß nicht, SSB hat ja eben Andreas gesagt, dass da muss man dann irgendwie die Frequenz genau einstellen und Clarifier benutzen, das beim Autofahren. Wenn man einen Beifahrer hat, alles wunderbar. Wenn man allein fährt, wird davon abgeraten, wegen Unfallgefahr. Ne? Und deswegen ist das fürs Auto eigentlich SSB nicht so geeignet. Also ist natürlich toll, aber irgendwie, denn ich würde dann eher auf AM gehen. Also das ist dann sicherer. Ne? Also es reicht vielleicht nicht ganz so weit, aber es sind dann ja nur, keine Ahnung, es sind nur ein paar Kilometer, es sind ja keine Weltenunterschiede. Ne? Ja, ich finde es klasse. Andreas, wie weit bist du denn schon mal gekommen? Entschuldige bitte, ich war eben unaufmerksam. Wenn du gefunkt hast. Ja, richtig, weil nebenbei läuft die Funke hier auf... ein bisschen DX-Versuche hier gerade. Ja, hier kommen Franzosen rein, Italiener ohne Ende heute. Auch auf den normalen Kanälen, auf der 14 war ein Italiener heute am Funken. Da kommen wir natürlich nicht hin. Da kannst du dich anstrengen, wie du willst. Das haut nicht hin. Doch. Ja, also weiß ich nicht. Wenn die gute Bedingungen haben, heißt es ja noch nicht, dass wir gute Bedingungen haben. Ne? So, hey, oder wenn die hier ankommen, kommen wir bei denen an. Also das ist meine Erfahrung. Ja, okay, ja, gut. Ja. Das okay. Ist eine kleine Frage deiner Antenne. Also was du hören kannst, kannst du irgendwie anspielen. Oh, okay, gut. Also der Junge hier, der 13-Jährige, der hier aus der Gegend ist, ja, der hat Mumbai geschafft. Das sind 6500 Kilometer. Oh, aber okay. Jahr, nicht dieses Jahr, letztes Jahr. Naja. Letztes Jahr hat er Mumbai geschafft und ein anderer Funke hat dieses Jahr USA geschafft. Das sind 5.500 Kilometer gewesen, das war Florida oder so. Aber irgendwie eben auch nicht lang. Aber wir sind noch im aufsteigenden Sonnenaktivität. Das ist toll. Das wird noch stärker werden. Wir werden die Amerikaner noch alle hören. Also in den nächsten 2 Jahren, also nächstes Jahr wird das stärker sein, also in 3 oder 4 Jahren ist es dann Maximum. Ne? Und da geht es dann richtig, da geht dann die Luzi ab. Also das ist dann, und da ist dann irgendwie Mumbai dann auch nicht mehr selten. Also das war jetzt diesen Sommer schon relativ krass, obwohl die Sonne recht faul ist. Ich muss hier nämlich auch mal das Funkgerät mal ein bisschen abdrehen. Da wird ständig gerufen und ja, aber heute war irgendwie auch für 2 Meter und 70 Zentimeter irgendwie wahnsinnige Bedingungen und wir haben ja auch über diese PMR-Geräte gesprochen. Wir hatten heute eine Inversionswetterlage und da hat sich das gespiegelt an dieser warmen Schicht oben in der Atmosphäre, die wird ja normal das kälter nach oben. Ne? Und wenn oben eine warme Schicht ist, dann ist das praktisch wie bei diesem Grenzwinkel der Totalreflexion, wenn man weiß, wenn man mal unter Wasser ist im Schwimmbad und versucht rauszugucken, dann sieht man, es ist ein perfekter Spiegel, weil man da nicht rausgucken kann, ne? Aber einen bestimmten Winkel. Und das geht den Funkwellen genauso. Wenn es oben eine warme Schicht ist, dann kommen die da nicht durch und dann werden sie sofort zurückgespiegelt. Und dann geht das auch mit 2 Meter und 70 Zentimeter Wellen, also mit PMR und Freenet. Und wir sind heute nach Kiel gekommen. Das sind 100 Kilometer mit 2 Meter. Auf dem 2-Meter-Band. Und wir haben ganz locker mit Timmendorfer Strand gesprochen. Das waren 60 Kilometer. Und ein anderes und 120 Kilometer Relais haben wir auch angesprochen. Also es war heute die Hölle. Und die Dänen sind in unsere Hamburger Relais eingefallen, wie die Wikinger, sag ich mal. Es war nicht mehr möglich, auf den Release vernünftig zu sprechen, weil da die ganzen Dänen drauf waren und die haben dann auch nicht Englisch gesprochen, auch nicht Deutsch, sondern Dänisch. Tja, also lohnt es sich, eine Fremdsprache zu lernen? Vor allem Englisch, denke ich. Ja, auch die lernt man dann mit der Zeit. Durch das Funken lernt man tatsächlich die ganzen Fremdsprachen kennen. Also und selbst wenn es nur ist, dass man sich so weit unterhält, wie ist das Wetter bei euch, geht's dir und wie geht's dir, mein Freund?
wo kommst du denn her, wie ist denn dein Name? Solche einfachen Sachen, die lernt man dann in allen Sprachen. Also Französisch, ich habe mich jetzt mit Franzosen unterhalten, die waren sehr fröhlich, sehr froh, mein Französisch zu hören. Also überhaupt meinen Deutschen zu hören, der Französisch spricht. War anders als meine Französischlehrerin, die war sehr unglücklich über mein Französisch. Aber den Franzosen hat es gefallen, sagen wir es mal so. Und ja, und mit den Spaniern, die waren ja noch nicht so stark hier. Also das kommt ja auch noch auf uns zu. Die Engländer sind froh, wenn sie mal einen Deutschen haben, der Englisch spricht. Und die sind eigentlich alle sehr aufgeschlossen. Und die Holländer und die Holländer können sowieso alle Deutsch sprechen, die ich gehört habe auf Funk. Ansonsten spricht man halt Englisch dann, ne? Also der Rest Europas ist dann Englisch und hier Bosnien und Bosnien-Herzegowina und wo war das, Serbien, ja, die sprechen alle Deutsch, die sind ja alle irgendwie mit Deutsch angekommen, ne? Und ja, das war so, die sind hier irgendwie, das sind Leute, die hier irgendwie gelebt haben, die sind da wieder hin und halten den Kontakt mit Deutschland am Laufen und jedes Mal, wenn DX ist, höre ich die jedes Mal. Es sind immer dieselben. Ne? Auch hier dieser eine Typ, dieser Giuseppe aus Bergamo, wenn ihr mal irgendwie auf der Wende seid und ihr hört da mal hin, den hört ihr. Der ist auf jeden Fall und der ist so auffällig mit seinem Breco und der schreit immer ins Mikrofon, ist unüberhörbar. Giuseppe aus Bergamo. Jeder müsste den eigentlich kennen. Was ruft der? Breco, Breco, Breco Italia, Breco. Und der ist so laut, kein normales Gespräch ist mehr möglich. Und dann ist man irgendwie halt nett und höflich und holt ihn mit rein und gibt ihm seine Bestätigung. Und dann dreht er auch auf den nächsten Kanal und geht dann weiter auf die Suche, weil der sucht dann irgendwie halt, der ist völlig funkbegeistert. Weißt du, es gibt zwei Länder, die wirklich Funk durchgeknallt sind. Das ist Deutschland und Italien. Hier ist das Funken erfunden worden und die Leute hier sind funkverrückt. Und dann gibt es nur noch ein einziges Land, das ungefähr so durchgeknallt ist wie diese beiden Länder, und das ist Japan. Ich weiß nicht warum, aber Japan ist noch durchgeknallter. Und Amerika ist sehr, sehr aktiv, was Funk angeht, aber es sind ja immer noch dreimal oder viermal so viele Leute, ne? So, also als die Deutschen jetzt hier, ne? Also. Und die haben eben halt auch eine sehr, sehr lange und sehr, sehr tiefe Funkamateur-Geschichte und CB-Geschichte. Ne? Und das darf man auch nicht vergessen. Na, die Amerikaner sind auch sehr, sehr aktiv. Aber das sind so die wichtigsten Länder. Und in China, wenn ihr da mal jemanden habt, mit dem ihr sprecht, dann habt ihr im Lotto gewonnen. Das sind 1,4 Milliarden und 800 davon haben eine Funkamateur-Lizenz. 800. Also niemand. Das ist gar nichts. 800 ist in Hamburg hat dreimal so viel oder so, ja. Also viermal, fünfmal so viel. Das ist lächerlich, das ist gar nichts. Deno, wie sieht das denn in der Schweiz aus? Wen hast du denn bisher erreicht? Bist du auch schon so weit gekommen? Vielleicht auch bis nach China? Na, so weit bin ich noch nicht. Ich bin froh, wenn ich meine alten Geräte wieder zum Laufen habe. Und von dem her muss ich mich beschränken von Auto zu Auto oder vom Berg ins Tal. Aber all diese Experimente, was bei mir drin liegt, ist der Siebner-Kreis. Wenn ich etwas nach Norden fahre, sehe ich nach Deutschland, also in den süddeutschen Raum. Deswegen bin ich auch in der Gruppe 7 noch Mitglied drin und habe dort auch schon mit dem Rolf etwas geschrieben, damit ich da rein etwas Kontakt machen kann. Aber aktuell bin ich noch nicht so weit, dass ich da die Riesenentfernungen machen kann. Ja, da wären wir bei dem Thema Antennen. Was würdet ihr da denn konkret empfehlen? Es gibt ja da Bastelanleitungen mit einem Baum, ja, und einem Kabel. Was ist es? Das klang mir sehr suspekt. Was würdet ihr da denn empfehlen? Womit sollte ich beginnen? Was sollte ich mir als Anfänger holen? Oder auch was als Fortgeschrittener? Und wo wird es gefährlich? Also im Moment habe ich so eine Drahtantenne sozusagen. Ein Eigenbau an einem GFK-Mast. Also man kann auch eine Angelrute nehmen, 12 Meter lang. Stellt man dann senkrecht auf und befestigt dann vorher die Antenne da dran, die selbstgebaute, die funktioniert ganz gut, ist eine Viertelwelle bei mir im Moment, eine Lambda-Viertel.
Das heißt, für den Ortsverkehr und spielt eigentlich ganz gut von zu Hause. Ich komme so 25 Kilometer mit dem Ding ungefähr. Das ist schon gar nicht schlecht. Für Anfänger natürlich würde ich sagen, kauft euch was, kommt drauf an, Basisantenne für zu Hause. Ja, da kann man von bis gehen, also muss man sehen, was man machen möchte. 5/8 Antennen für 150 Euro, die dann 7,70 Meter lang sind, sich aufs Dach packt, muss man den Blitzschutz beachten und. Man kann mit Unterdachantennen arbeiten. Also da gibt es jede Menge Spielvarianten. Ne? Aber vielleicht weiß Hanno da auch noch ein bisschen mehr drüber. Ja, danke, dass du mir das übergibst. Jetzt habe ich den schwarzen Peter. Ich habe den, ich kann das irgendwie, also das ist ja diese, wie heißt sie, T2LT, genau, ja. Genau, T2LT, das ist ja irgendwie eine, das ist diese Viertelwelle. Ich habe irgendwie eine ähnliche, ich habe was gebaut hier, warte mal, da muss ich mal kurz gucken. Die ist hier irgendwo drin. War ja klar. Ist in einem anderen Karton ist sie drin. Hier, ich gucke gleich nochmal, wenn ich irgendwie eine Pause gemacht habe hier, dann zeige ich sie nochmal. Ich erzähle erstmal, das ist eine Bazooka. Eine Bazooka ist im Prinzip, die kann man aufspannen wie so ein Dach. Das ist eigentlich gedacht als Antenne. Also da brauchen wir wirklich nur einen relativ kurzen Mast oder so, also wenn das jetzt eine Linie wäre, ne? So wie die aufgestellt. Hängt man sie hier oben in einen Baum oder sowas, hat hier einen Schenkel darunter hängt, da einen Schenkel darunter hängt, die man dann auch abspannt mit einem leichten Seil und speist das von hier oben rein. Braucht man nur einen Draht für und einen Stecker und der Draht, dann nimmt man natürlich dieses typische RG58 Kabel, das sind ja diese ganz normal, diese Standardkabel hier, ne? So, das ist so ist RG58, das ist dann so 5,8 Millimeter dick, das ist nicht so dick. Ne? Das ist irgendwie ganz billig, das kostet 60 Cent den Meter ungefähr und davon braucht man dann für diese Bazooka, braucht man dafür 3,60 Meter mal 2, 6 Meter und die Zuleitung dann, keine Ahnung, 10 Meter, die man dann noch macht, also dann braucht man irgendwie so ungefähr 20 Meter von diesem Zeug, also 20 Meter mal 6, 12 Euro an Kabeln und nochmal 2 Euro für den Stecker. Also, und mehr braucht man dafür nicht. Der Rest ist, diese Antenne besteht einfach nur aus diesem Kabel und hat eigentlich eine sehr, sehr gute Abstrahlsachen. Und die kann man dann natürlich, wenn man sagt, okay, ich spanne das jetzt nicht als, das nennt sich dann Inverted V. Das ist die eine. Die hat irgendwie dummerweise eine horizontale oder größtenteils horizontale Polarisation. Das ist eben die Sache, wenn du eine Antenne so hinstellst, dann nennt man das horizontal polarisiert. Wenn sie aufrecht steht, ist sie vertikal. Die meisten CB-Antennen machen vertikale Signale, also vertikal polarisiert. Und wenn du mit dem falschen Antenne versuchst zu empfangen, ist sie teilweise bis zu 100 Mal weniger, also ist sie, man empfängt die 100 Mal schlechter, als wenn man es richtig macht. So, insofern ist das hier irgendwie so ein Zwischending. Ja, man kann aber Folgendes machen, man kann die so aufhängen und dann ein bisschen strecken, dann ist sie natürlich ein bisschen höher und dann würde man sie in der Mitte speisen, also müsste man nicht das Kabel in der Mitte irgendwie ein bisschen rausziehen oder so, aber das kann man ja sozusagen an einem Baum aufhängen, das Ding dann irgendwie in der Mitte rausziehen und dann kann man damit wunderbar funken und das Ding ist, also billiger geht's nicht, braucht wirklich gar nichts, Das einzig Schwierige, was da bei der ganzen Geschichte ist, dass man den einen Teil davon abschälen muss. Da gibt es eine Anleitung für, ist super einfach, kann jeder Anfänger. Man braucht natürlich einen kleinen Lötkolben, das ist ganz nützlich, weil mit Tüteln ist das nicht, also mit Andrehen ist das nicht getan. Ein bisschen löten, minimale Lötkolben, also notfalls, wirklich wie ein Geist, hilft ein bisschen mit dem Feuerzeug und Lötzinn. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht versucht, aber das ist keine Kunst, das Ding. Und die Dinger, die funktionieren ganz gut. Die haben eigentlich hervorragende Abstrahlcharakteristiken und haben noch weniger. Man kann sie zusammenrollen. Also man kann sie zum Beispiel im Rucksack packen und unterwegs. Man ist zum Beispiel unterwegs, braucht jetzt eine vernünftige Antenne, zack, irgendwie in den Baum geworfen, runtergezogen, quer abziehen, fängt an zu funken, läuft. So ist in den Bergen oder so, hängt man das dann irgendwie halt irgendwo von einem Felsen runter oder so. Oder man hat einen kleinen Drachen, den man steigen lässt.
Nein, es gibt Drachenantennen, lach nicht, das wird gemacht, ja, das, dann hast du auch die Höhe, ne? Echt? Das geht richtig gut, ja, das ist also, das haben die, die am Anfang haben die Funker genau das gemacht, die haben einfach einen Drachen gebaut oder hatten den Drachen dabei, den haben sie steigen lassen, haben dann daran die Antenne angebracht und haben praktisch mit dem Antennendraht haben sie das Ding dann irgendwie steigen lassen und angeschlossen, dann irgendwie den richtigen Anschlusspunkt genommen dafür, also das kann man nicht einfach nur irgendwie machen, da muss man sehen, ein bisschen muss man so machen dran. Und dann fuckt man damit und was meinst du, was das rausgeht? Das ist die Hölle. Ne? Also es geht schon. Also diese dünnsten Drähte, die man dafür kaufen kann, die sind auch nicht schwerer als so ein Drachensehne. Ne? Also der fliegt ja... Das wollte ich gerade fragen, ob das nicht so schwer ist. Nein, man nimmt ja hier dieses ganz, ganz dünne Drahtzeug, das ist ja alles in einem anderen Karton da, aber es gibt einen ganz dünnen Draht, das ist so ein Wickeldraht, super Stahldraht, ganz dünn, sieht man kaum. Ich nehme ihn auch für unsichtbare Antennen, also die hänge ich irgendwie in einen Baum, ziehe das den Draht weg und wenn du nicht weißt, dass er da ist, siehst du ihn nicht. Der ist so dünn, dass du ihn einfach nicht siehst. Der ist, ja, ich hole das jetzt doch mal raus, dann könnt ihr das sehen, was das für ein Draht ist, wovon ich rede. Ja, danke schön. Vielleicht kann mir noch mal jemand den Unterschied Andreas oder Denu erzählen zwischen einer Bazooka und einer Bazooka, weil also, ich kenne eigentlich nur, ja, das kommt im Film mal vor. So eine Bazooka, wo man, ja, was schießt man damit ab? Ich habe keine Ahnung. Ja, also diese Bazooka ist nicht für Kriegseinsätze geeignet, würde ich mal sagen. Nein, ist also nicht zum Töten gedacht, sondern zum Funken. Ja, da gibt es Links im Internet, da sollte man am besten selber mal googeln, ich kann das auch noch nicht so gut erklären, ist auf jeden Fall eine Art einer Funkantenne, die, glaube ich, als Dipol ausgeführt ist, wenn ich das jetzt richtig weiß. Aber wie gesagt, da selber mal googeln, da findet man sofort was im Internet und dann kann man sich da auch schlau machen. Und was für einen Stecker macht man da dran, wo man es dran löten muss? Was ist das für ein Stecker? Das sind die üblichen Funkstecker, also die üblichen Stecker, PL239 heißen die, glaube ich. Und ja, die benutzen wir halt im CB-Funk und im Amateurfunk auch. Ne? Ganz normal. Und die kann man auch so einzeln? Die kann man einzeln kaufen bei den Funkhändlern, bei den einschlägigen, einzeln oder im Zehnerpack oder wie man sie auch benötigt. Und dann braucht man noch einen Lötkolben und ein bisschen Lötzinn und ein bisschen Plan, wie man lötet und dann kriegt man das auch hin und selber gebaut. Also es ist gar nicht so schwer. Wenn man mit dem Lötkolben umgehen kann, sollte man das hinbekommen. Ja, wenn man jetzt Lötzinn hat und das mit Kupfer verbindet, ist das ein guter Leiter oder sollte man nicht eher mit Kupfer löten? Nein, der Lötzinn ist ja Silber. Silber, also da ist ein Silberanteil drin, Zinn, Silber. Moment, ich hole mal eben meinen und guck mal, was da so drin ist. Also das ist ein bleifreier Lötzinn, also schon mal gesundheitlich nicht so gefährlich. Und dann steht hier SN99,3 CU0,7. Bei 15, dann sind das 15 Gramm und 1 Millimeter dick ist das Zeug hier. Hanno, ist das Silber und Zinn oder was ist das? Silber und Zinn. Silber und Zinn, ne? Genau. Ja. Bleifrei, genau. Die Silber ist, hat eine hervorragende Leiteigenschaften. Genau. Darum ging es gerade um das Leiten halt. Ne? Ja, ich habe ja irgendwie zugehört. Ich war jetzt zwar aus dem Bild, aber ich bin im selben Zimmer. So, aber ich habe jetzt die Kabel gefunden. Also das hier ist das Kabel, das ist so eine kleine Rolle. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Das ist irgendwie, da sind dann 100 Meter drauf. Und das ist ein ganz dünner Draht. Seht ihr den hier? Wenn ich jetzt mal hier meinen Finger hinbringe, dann seht ihr, wie dünn der ist. Ja? Mhm. Kann ich das sehen? Sehen wir gut, ja. Ganz, ganz dünner Draht. Der ist jetzt, guck mal hier, ich halte jetzt nur mal ein bisschen nach hinten. Weg ist er. Ja? Also ihr seid 3 Meter weg von dem Zeug und der ist unsichtbar. Wenn der im Baum ist, keine Chance, ihn zu sehen. So, und den kann man dann machen, hier unten einen kleinen Stein, den man irgendwie anbringt oder sowas, den schleudert man das Ding da hoch, pop, weg, Antenne runter oder wie auch immer, oder man zieht damit irgendwas hoch oder so und hält das damit fest. Und das ist ein Stahldraht, ne? Der ist gewickelt und ich weiß nicht, wie der genau heißt, aber
Das wird irgendwie so ein Wickeldraht oder so ist das. So, und hier habe ich jetzt die Bazooka. Also ich habe die auch gefunden jetzt. So, ist das, halte ich mal hier hin. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen aufgewickelt hier, damit das ein bisschen ordentlich aussieht. Das sieht jetzt so aus. Ich habe hier in der Mitte, das habe ich natürlich jetzt professionell gemacht. Das muss man nicht so machen. Man kann hier einfach dieses Kabel ist hier in der Mitte einfach die beiden Enden sind praktisch hiermit verbunden und da kommt jetzt praktisch der Anschluss von dem Funkgerät ran. So, das ist jetzt zwei solche Äste hat diese Antenne und die sieht dann so aus, das ist ganz normal, das RG58, das außen ein bisschen abgeschielt ist. Ihr seht, das ist hier nur noch die Seele, ne, von diesem Kabel. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich glaube ja, ne? So, und dann gibt es irgendwie hier diesen kritischen Punkt, an dem man das abgenommen hat. Das muss man genau abmessen, auf einen Zentimeter genau. Also man muss dann nicht auf einen Millimeter genau arbeiten, sondern auf einen Zentimeter. Und dann nimmt man das raus und um das abzustimmen, schnibbelt man am Schluss ein bisschen ab oder dreht das um oder sowas. Also ich habe es jetzt nicht, ich habe es leider nicht umgedreht. Ja, kannst du es ein bisschen weiter weghalten, weil das sehr hell ist. Ja, so sieht man es so, besser. Jetzt könnt ihr es hier sehen, also das ist der grundsätzliche Aufbau der Bazooka. Der andere Flügel ist praktisch genauso aufgebaut, das heißt, ihr habt ein normales RG58. Vorne schneidet ihr im Prinzip die Seele frei, vorüber, ich weiß nicht, wie viel sind das jetzt hier, 1,20 Meter oder so, ich weiß nicht, jetzt muss man nachgucken bei der Anleitung und dann muss man hier dafür sorgen, dass das Äußere mit dem Inneren der Seele kurz geschlossen wird. Das ist eigentlich alles. Das ist das ganze Geheimnis hier an der Stelle. Und da habe ich jetzt Schrumpfschlauch drüber gemacht. Da kann man natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes drüber machen. Irgendwie, was ich, wie heißt das, Heißkleber oder so, funktioniert auch irgendwie. Jetzt also Isolierband das, oder so geht ja, auch? Oder Isolierband ist meistens gut, ja, das ist nicht so gut, weil Isolierband hat irgendwie, ja, kann man aber so kleine Mengen davon kann man nehmen, ja. Also, aber das ist irgendwie, wie gesagt, der Schrumpfschlauch ist hervorragend. Tatsächlich ist Heißklebe ist hervorragend, weil es komplett sich neutral verhält Hochfrequenz gegenüber und deswegen wird das irgendwie gern benutzt. Klingt, sieht vielleicht teilweise blöder aus und ein bisschen hingeklotzt und hingerotzt, aber es ist tatsächlich das beste Material, um Sachen bei Funk zu befestigen und zu kleben. Naja, und das ist eigentlich alles. Das Ding wiegt nichts. Das kann man praktisch irgendwie in jede Satteltasche packen, in jeden Rucksack irgendwo mit reinpacken. Hat ein kleines Funkgerät. Wie gesagt, ein kleines Funkgerät sieht dann so aus wie, warte mal, ich nehme das jetzt mal kurz doch hier ab. Also wirklich ein kleines CB-Funkgerät wäre zum Beispiel diese Albrecht 6110. Das ist ein typisches Anfänger-Funkgerät. Das hier ist jetzt ein bisschen modifiziert. Da wird irgendwie normal so warm. Deswegen hat der Vorbesitzer, ich nehme jetzt ein bisschen zurück, hat dann einen Lüfter drauf gemacht, den habe ich behalten, das habe ich mir, ist mir geschenkt worden, das Ding. Das ist eine kleine Albrecht 6110, wenn man die anmacht, dann, ich weiß nicht, kann ich die anmachen? Ich glaube, die ist nicht angeschlossen gerade. Cool. Naja, und das ist irgendwie halt handgroß, ne, das Ding, also das würde auch irgendwie in jede Tasche reinpassen und das Ding mitnehmen. Einen kleinen Akku, wie heißt das, so ein 12 Volt, wie von einem, also diese kleinen Akkupacks da ranpacken, das ist also wirklich nichts und damit würde man dann volle Leistung fahren können. Mit so einer Bazooka-Antenne unterwegs, mit dem Fahrrad oder so, hätte man immer seinen Funk oder man ist in den Bergen und so und wird wirklich, und hat jetzt keine Lust auf ein Handfunkgerät, weil diese Handfunkgeräte haben tatsächlich dann limitierte Reichweite, weil sie irgendwie halt eine Antenne haben, wo du selbst das elektrische Gegengewicht bringst und das funktioniert. Ja, es funktioniert, aber mehr schlecht als recht, so ist das halt. Und das ist eben halt ein Kompromiss und deswegen haben die Dinger so wenig Reichweite. Nicht, weil die Funkgeräte schlecht sind, die sind genauso gut wie die anderen, aber die Antennen sind so miserabel, die da drauf sind. Ne? Und das ist das Problem. Also, da sind wir wieder bei dem leidigen Thema Antenne. Super Funkgeräte, diese Handfunkgeräte, aber wirklich schlechte Antennen. Man kann die aber abnehmen und vernünftige anbringen und dann sind sie genauso gut wie ein Stationsgerät. Also sowas zum Beispiel also spielt tausendmal besser als so eine Antenne auf einer
Handfunke. Ne? Also und das selbst gebaut, das hat mich eine halbe Stunde, ja, nee, ich habe da insgesamt 2 Stunden dran gesessen, weil ich die noch nie gebaut habe und weil ich da genau nachgucken wollte und ich habe die dann nachher noch genau ausgemessen und ich war sehr, sehr sorgfältig, sorgsam dabei, war vielleicht nicht nötig. Also ich glaube, man kriegt das in einer halben Stunde hin, das Ding, wenn man das ein paar, das erste Mal gemacht hat. Das erste Mal dauert es ein bisschen länger. Das ist nicht, ja, danke schön, sehr interessant. Ja. Und mit so viel Liebe und Hingabe, wie du das erklärst, und auch bastelst. finde ich einfach klasse. Es begeistert mich sehr. Ja, also das sind so diese und diese Drähte hier. Ne? Ja. Also und diese, du kannst also, entschuldige bitte, kannst so ein normales Handfunkgerät. Da könntest du jetzt theoretisch so eine Bazooka anschließen. Ja. Also dranlöten oder eben halt dieses dünne Draht. Und dann hast du da diesen riesen Erfolg. Genau, ein Handfunkgerät kann ich auch nochmal zeigen für CB. So. Das finde ich auch schneller. Das habe ich nämlich hier. Allerdings ist da momentan keine Antenne dran, das ist aber auch nicht so wichtig. Das wäre irgendwie so ein Ding, das haben viele. Das ist eine Alan von Midland, eine Alan 42. Ist eigentlich so ganz, ist ganz gut. Hier oben ist praktisch ein, ja, lass mal ein bisschen zurückgehen. Hier oben ist praktisch ein BNC-Stecker dran. Das heißt, das ist dann kein PL-Stecker, sondern BNC. Und da steckt dann irgendwie normalerweise die Antenne dran, die wird ausgezogen und ist dann so 1,5 Meter lang und dann funkt man damit. Und da ist man selbst sozusagen das elektrische Gegengewicht, wenn man das Ding in der Hand hält. Und das ist mehr schlecht als recht. Aber die Dinger sind toll, haben glaube ich 40 Kanäle oder so und ja, funken genauso gut wie irgendwie diese Albrecht oder so. Also, ist nicht also auch so weit. Ja, die hat auch 4 Watt. Also die unterscheidet sich elektrisch nicht. Ne? Also elektrisch sind die alle gleich. Die CB-Funkgeräte, da kann man nicht viel falsch machen dran. So. Ja, klasse. Also spielt eigentlich keine Rolle. Es gibt viele Leute, die kaufen sich so ein Gerät. Und benutzen das als Stationsgerät und haben damit auch noch die Option, kleinen Akku dran und können dann damit auch noch durch die Gegend laufen. Und die sagen einfach, ich verzichte auf ein Stationsgerät, ich nehme sowas und das kann ich verstehen. So, das ist durchaus eine Option, die man hat. Und die Dinger sind, ja, die sind gut. Also man kann die dann hier aufmachen, diese komischen Dinger, die kann man aufmachen, dann ist da ein Akku dran. Ich mache das jetzt mal hier. Und dann ist da hier, das ist der Akkupack, der drin ist und den kann man dann aufmachen. Ja, und da sind jetzt Batterien drin. So. Da kann man natürlich auch Akkus reinpacken. Das ist auch egal. Also das sind jetzt Akkus da drin. Ne? Ja, cool. Das ist jetzt irgendwie auch keine Raketentechnologie. Ne? Und die kann man, ja, also kann jeder benutzen, kann jeder irgendwie kaufen und da ist kein großes Geheimnis dran, das will ich damit sagen. Ne? Also da muss man nicht sagen, oh nein, das ist mir zu kompliziert oder so, das kann wirklich jeder. Und du musst dafür kein Funkamateur sein oder eine Lizenz haben oder so. Du nimmst das Ding, drückst auf den Sprechknopf und guck mal, da draußen haben heute irgendwie hier ein paar Kinder gespielt, hier Nachbarskinder. Und dann bin ich rübergegangen und wie das irgendwie ist in Hamburg, na, von wegen, willst du eine Birne oder so, habe ich gesagt, willst du ein Funkgerät? Und dann habe ich denen irgendwie 2 kleine Funkgeräte in die Hand gedrückt, so PMR-Quetschen. Und habe gesagt, hier, spielt damit und wenn ihr damit irgendwie ausgespielt habt, dann bringt ihr mir das Ding wieder zurück. Klingelt kurz und ich hole mir das raus und habt Spaß. Ja, und dann sind die hier durch die Gegend gerannt und haben irgendwie gefunkt und hatten ihren Spaß. Tolles Spielzeug für Kinder. Also, die haben noch nie gefunkt vorher. Ich habe ganz kurz gezeigt, wie es geht. 20 Sekunden später waren die schon am Rennen und haben das schon verstanden, wie das funktioniert. Also, da ist nichts dabei, kann jeder und ich kann das nur empfehlen, so ein kleines Funkgerät im Haus zu haben, ja, keine Ahnung, irgendwie, wenn es mal wirklich knallt, dann ist das toll, weil irgendwie es ist die Alternative zu Hunger leiden, kein Wasser kriegen, kein nicht wissen, wo es was zu essen gibt, nicht wissen, wo der nächste Arzt ist, nicht vernünftig um Hilfe rufen können, wenn man irgendwie hingefahren ist oder was weiß ich, weil Handy ist aus. Letzten Samstag hatten wir schon wieder fast einen Blackout in Deutschland, ne, oder in ganz Europa. Das ist haarscharf vorbeigegangen, also man muss jetzt nicht irgendwie sich darauf konzentrieren, oh mein Gott, das ist jetzt irgendwie Weltuntergang steht bevor, das will ich ja nicht sagen, aber irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen minimale Vorbereitung sollte man schon irgendwie haben. Ne?
und ein bisschen Unabhängigkeit von den, also ich meine, ich bin großer Fan von diesen Smartphones. Ich bin damit sozusagen aufgewachsen mit solchen Computern, ne? Nicht mit sowas, aber ich finde die genial, die sind toll, aber die sind abhängig von der Infrastruktur und wenn es knallt, ist die Infrastruktur weg, sieht man Arbeiter, ne? Alles weg. Ja. Nicht nur unsere Handys waren weg, sondern auch vom THW und Feuerwehr, die hatten ihre Digital-Funkgeräte, konnten sie auch in die Tonne schmeißen. Also haben sie die Analog-Funkgeräte rausgeholt, die haben funktioniert in der Lage. Und genau an derselben Stelle sind wir eigentlich als normale Bürger auch. Und ehrlich gesagt, wenn wir in Not sind, haben diese Organisationen wie Feuerwehr und THW haben ganz andere Sachen zu tun, als uns zu helfen und dafür zu sorgen, dass unsere Kinder ein Armbrot kriegen oder so. Darum müssen wir uns selbst kümmern, das ist so. Ja, deswegen finde ich das auch so klasse, dass ihr alle unsere Funkergruppen so ja, reich beschenkt mit eurem Fachwissen. Und ja, das soll ja als Grundlage dienen, eben halt auch, um nette Menschen kennenzulernen, aber eben halt auch, um ja, in der Krise gewappnet zu sein. Ja, und wenn keine Krise ist, hat man Spaß. Also, ja, genau. Ich habe meinem Vater, habe ich jetzt zwei von diesen PMR-Quetschen mitgegeben bei der Radtour, die er gemacht hat. Die sind da mit 20 Leuten losgefahren, irgendwie haben eine Tour gemacht und die war vom Sportverein oder so. Und dann sind die Leute vorn weggefahren und mein Vater hatte hinten den Lupensammler gemacht und hat dem vorn irgendwie praktisch die eine Quetsche mitgegeben von mir und der andere und er hat die andere behalten. Und wenn hinten jemand war, der Probleme hatte, dann hat er gesagt, vorne bitte warten. Wie soll das sonst gehen? Das sind 20 Leute, das streckt sich über einen halben Kilometer oder mehr. Und man kann vorne nicht Bescheid geben ansonsten. Und so hat er einfach mal kurz durchgegeben. Und ja, klar, das ist natürlich ein tolles Gerät für die Katastrophe, aber es ist auch ein tolles Gerät einfach so, ja. Wenn man Sport macht, wenn man wandern geht, wenn man unterwegs ist, wenn die Kinder zum Bäcker geschickt werden und irgendwie noch eine Rückfrage haben oder so. Einfach sich spielen lassen im Garten, das geht auch. Oder irgendwie, wenn ich hier irgendwie im Garten sitze und ich habe irgendwie Gäste, dann gebe ich dem Gast irgendwie ein Funkgerät mit und wenn er reingeht und das fällt uns was ein, da bringst du nochmal irgendwie eine Flasche Saft mit oder so. Funktioniert. Also wenn die Dinge erstmal da sind, dann werden sie angewendet. Und jeder sollte mindestens zwei von diesen kleinen Dingern haben und irgend so ein CB-Funkgerät irgendwo auch noch rumliegen haben, weil ja, die reichen ja irgendwie nur einen Kilometer oder zwei, diese kleinen Handquetschen und ein richtiges Funkgerät, also wie ein CB-Funkgerät geht eben 20 Kilometer, also 10 bis 15 mindestens. Ne? Ja, genau. Sollte sich jeder anschaffen, sollte jeder Haushalt zu Hause haben. Und ja, mit diesem guten Ratschlag möchte ich diese zweite Videokonferenz gerne beenden. Und ich denke, wir haben noch genug Themen für eine dritte, eine vierte oder eine fünfte Konferenz. Es macht sehr viel Spaß, euch zuzuhören. Vielen Dank, dass ihr euer Wissen mit uns teilt.